Hallo zusammen, heute wollte ich euch von einem kleinen Projekt erzählen, was ich Ende März begonnen habe. Nämlich, ich habe Ende März begonnen, die Corona-Infizierten-Zahlen gemäß Johns Hopkins zu modellieren, nach drei verschiedenen Modellen, und dann entsprechend eine Vorhersage zu machen, Wochen später, also bis heute, wie die Infizierten-Zahlen sich entwickeln würden. Und das ist so interessant verlaufen, dass ich euch davon berichten möchte. Es wurde uns immer am Anfang gesagt, die große Gefahr ist, dass die infizierten Zahlen sich exponentiell entwickeln würden. Das heißt, sie würden sich alle paar Tage verdoppeln, alle drei Tage, alle vier Tage verdoppeln. Harald Lesch hat zum Beispiel von einer Exponentialquote von 25% pro Tag gesprochen. Ich habe schon vorher euch ein paar Mal angedeutet, dass exponentielle Entwicklungen Quatsch sind und ich quadratische Entwicklungen maximal annehme. Aber selbst das wahrscheinlich überschätzt ist und man sogar ein lineares Modell machen kann, was ich auch gemacht habe. Ich zeige euch das, was ich alles gemacht habe. Aber bevor wir darauf eingehen und schauen, wie genau diese Modelle tatsächlich die infizierten Zahlen, gemäß Johns Hopkins wohlgemerkt, vorhergesagt haben, schauen wir uns erst einmal an, was nochmal exponentielle, quadratische und lineare Funktionen sind. Dafür gehen wir jetzt mal in meinen Browser rein. Hier, Moment, schauen wir uns hier einen Funktionsplotter an. Ihr habt den Funktionsplotter, erinnert ihr euch bestimmt von der Schule. Ich gebe euch mal hier eine exponentielle Funktion ein, 2 hoch x. Seht ihr hier schön, 2 hoch x steigt rasant an, verdoppelt sich also erst 2, dann 4, dann 8, 16 und so weiter. Jetzt gebe ich euch eine quadratische Funktion ein, in blau seht ihr sie. Eine quadratische Funktion kennt ihr sicherlich aus der Schule, ist nämlich die Funktion, die ihr ständig behandeln musstet in der 9. 10. Klasse. Scheitelpunkt bestimmen, Nullstellen bestimmen, PQ-Formel, Mitternachtsformel und so weiter. Und dann nochmal eine lineare Funktion 2 mal x, also einfach eine Gerade. Ja, also eine Gerade, die konstant steigt, die Steigung ist konstant. Eine quadratische Funktion, deren Steigung steigt linear, und eine exponentielle Funktion, ja, die steigt wirklich extrem, sogar die Steigung steigt exponentiell, das ist das Wesen der Exponentialfunktion. Und die große Gefahr liegt darin, wenn die infizierten Zahlen sich hätten exponentiell entwickelt, dann wären wir heute schon längst alle tot, das Gesundheitssystem wäre schon längst zusammengebrochen. Ende aus, finito wäre heute, wie viel haben wir heute? Heute haben wir den 20. Mai. Da wäre schon alles vorbei gewesen. So, ich habe am 27. Mai die Corona-infizierten Zahlen von Johns Hopkins modelliert, vom 13. März bis zum 26. März, und habe gemäß dieser zwei Modelle, erst zwei, später habe ich noch das lineare dazugenommen, eine Vorhersage gemacht. Wir schauen uns mal meine Tabelle an. Ich zeige euch keine Details erstmal, das besprechen wir gleich, sondern ich zeige euch, was ich jeden Tag gemacht habe. Ich bin jeden Tag in diese Tabelle reingegangen und habe die aktuellen infizierten Zahlen gemäß Johns Hopkins eingetragen. Hier, das sind alles Zahlen in 1000. Also, heute ist der 20. Mai, das heißt, es liegen die Zahlen vom 19. Mai vor. Falls ihr mit Handy drin seid, müsst ihr entweder größer machen, oder ich kann es ein bisschen größer machen für euch, aber nicht viel größer. Oder ihr müsst das mit dem Laptop anschauen. Oder ihr hört einfach meiner Beschreibung zu und schaut es später mit dem Laptop. So, was habe ich gemacht jeden Morgen? Ich bin auf die Coronavirus-Covid-19-Seite gegangen, hier von Johns Hopkins. Das ist diese Seite, kennt ihr bestimmt. Und da habe ich mir angeschaut, was sind die Zahlen vom Tag davor, 19. Mai. Das ist 4,897 Millionen. Dann habe ich es hier eingetragen. 4,897, weil das in 1000 ist. Also 4,897 Millionen, das sind die real Infizierten. Ihr braucht euch hier nur um die Fettgedruckten oben kümmern. Alle Details erzähle ich euch später im Video, falls euch das interessiert. Die Exponentialfunktion, die ich damals Ende März modelliert habe, gemäß der bisher vorherliegenden Zahlen, hätte für den heutigen bzw. gestrigen Tag 91 Millionen Infizierte geschätzt. Real 4,9, geschätzt 91,5 bzw. 6 Millionen von der Exponentialfunktion. Das heißt, die Exponentialfunktion war völlig daneben. So weit daneben brauchen wir gar nicht sprechen. Dann habe ich ja für eine maximal quadratische Funktion argumentiert, aus theoretischen Überlegungen, bzw. ich habe euch das noch nicht als Video gezeigt, kann ich noch machen. Diese quadratische Funktion, die ich damals modelliert habe, hat eine Vorhersage, könnt ihr hier sehen, von 10,5 Millionen zum heutigen Tag. Also auch ganz schön weit daneben, mehr als das Doppelte der tatsächlichen Zahl. Und dann die lineare Funktion, was hat die vorher gesagt? Die lineare Funktion hat für den heutigen bzw. gestrigen Tag vorhergesagt 4,968 Millionen. Es sind 4,897, geschätzt vor 7 Wochen 4,968.
Das ist so unglaublich präzise. Hier seht ihr den Fehler. 71,2000 daneben. Das ist so unglaublich präzise, dass ich das nicht glauben würde von jemand anderem. Wahrscheinlich denkt ihr auch, ich habe das jetzt so hinterher gefaked. Aber nein, ich kann euch in diesem Video beweisen, dass ich tatsächlich vor 7 Wochen das schon gemacht habe. Bleibt dran, dann werdet ihr es sehen. Jetzt zeige ich euch noch eine kleine Grafik, bevor wir auf die Details meiner Schätzung eingehen. Hier seht ihr eine kleine Grafik. Könnt ihr das so gut sehen? Ja. Das sind die jeweiligen Schätzungen als Grafik. Die gelbe ist die Exponentialfunktion, wie sie geschätzt wurde anhand der Daten, wie ich sie geschätzt habe anhand der Daten. Das grüne ist die quadratische Funktion und das rote sind die tatsächlichen Zahlen und das blaue ist die lineare Funktion. Das blaue seht ihr jetzt nicht, weil das blaue und rote, das heißt die lineare Funktion und die tatsächlichen infizierten Zahlen von Johns Hopkins, so perfekt zueinander sind, dass man es kaum erkennen kann. Wir können nochmal hier eine logarithmische Ansicht wählen. Wo geht das hier? Kann man doch hier irgendwo logarithmisch machen. Da, vertikale Achse, logarithmisch. Das heißt, die Y-Achse wird exponentiell gestaucht. Da hat man einen besseren Überblick, wenn man Exponentialfunktionen benutzt. Hier seht ihr das. Rot und Blau kann man jetzt ein bisschen erkennen. Fast identisch. Ja? Ein Freund hat gesagt, dem ich das gezeigt habe, die tatsächlichen Zahlen haben versucht, sich an meiner linearen Schätzung zu orientieren. Die lineare Schätzung ist, wenn man das so sagen darf, perfekt. So, also jetzt will ich euch erst einmal zeigen, dass ich tatsächlich vor 7 Wochen diese lineare Funktion gebaut habe, die perfekt das heutige Resultat geschätzt hat und auch ein paar mathematische Details euch antun. Diese Google-Tabellenliste, das machen wir mal weg hier, diese Google-Tabellenliste ist übrigens öffentlich zugänglich. Ich habe sie euch in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr alles schauen. Ihr könnt es nicht selber verändern, weil ich es will es jeden Morgen selber verändern, aber ihr könnt es selber schauen. Okay, also was habe ich gemacht? Schauen wir uns diese Tabelle nochmal genauer an. Hier seht ihr die Zahlen vom 13. März bis zum 26. März. Diese Zahlen habe ich genommen. Es war der 27. März, als ich die Datei erstellt habe. Ich habe geschaut, was sind die real Infizierten gemäß Johns Hopkins. Dann habe ich bestimmt, was der Exponentialfaktor ist. Und ich habe eine Exponentialfunktion gebaut. Und die habe ich so gebaut, dass der Fehler der bisherigen Schätzung minimiert ist. Ja, das heißt, ich habe die Daten genommen und in die Zukunft interpoliert und so, dass die vergangenen Daten perfekt oder so gut wie es geht modelliert werden. Dafür habe ich eine Methode genommen, nennt man Methode der kleinsten Quadrate. Das heißt, ich habe nicht die Fehler linear genommen, sondern ich habe die Summe der Fehlerquadrate genommen. Wenn euch das interessiert, schaut in Wikipedia, Methode der kleinsten Quadrate, Gauss, 18. Jahrhundert, kleiner Planet, den er damit vorhergesagt hat. Wie auch immer, braucht euch nicht weiter interessieren, wenn ihr nicht wollt. Und damit habe ich eine Exponentialfunktion berechnet, die 10% Steigerung pro Tag ergeben hat. 10%. Und das habe ich dann in die Zukunft vorhergesehen und damit habt ihr diese absurde Vorhersage bekommen, die wir für den heutigen Tag gesehen haben. So, das ist diese Spalte, Schätzung exponentiell. Und am Anfang war die Schätzung gar nicht schlecht. Schätzung war 558, alles in 1000 hier, 558, real war sogar mehr. Dann war hier die Schätzung meinetwegen am 30. März war real 782, die Exponentielle war 745. Aber dann irgendwann hat die Exponentielle hier am 4. April hat überholt und danach ist es abgeschossen, sodass wir hier am 2. Mai zum Beispiel war real 3,4 Millionen und die Exponentielle hatte schon 17,8 Millionen geschätzt. Also die Exponentielle, brauchen wir nicht drüber reden, war von Anfang an Humbug aus verschiedenen Gründen. Ich habe geschätzt, quadratisch wäre maximal möglich. Das heißt, ich habe eine quadratische Funktion modelliert anhand der bisher bekannten Daten vom 13. bis zum 26. März. Diese quadratische Funktion lautete 2,31x² plus 0,3x. So lautet sie, glaube ich, und noch ein Y-Achsenabschnitt dazu. Und hier seht ihr in dieser Spalte die quadratische Schätzung. Und die quadratische Schätzung war anfangs auch ziemlich gut, hat aber dann doch relativ schnell ebenfalls überschätzt, wenn auch natürlich nicht annähernd so extrem wie das Exponentielle. Und dann habe ich später, einige Tage später muss ich zugeben, hier eine Woche später, das bedeutet diese zweite Linie, habe ich dann die Idee gehabt, noch eine lineare Funktion hinzuzunehmen. Und diese lineare Funktion ist ganz einfach, die habe ich auch modelliert anhand der bisher bekannten Daten. Die lineare Funktion hatte natürlich den Vorteil, dass sie eine Woche mehr Daten hatte, aber lineare Funktion war ja wahrscheinlich sowieso absurd, dachte ich, trotzdem modelliere ich mal. Und die habe ich so modelliert, letztlich kam heraus, dass 85.000 jeden Tag an Neuinfizierten dazukommen. Ganz einfache lineare Funktion. 85.000 ist die Steigung, kommt jeden Tag
hinzu. Und dann seht ihr hier diese Spalte, wer gewinnt. Diese Spalte hat einfach nur gezeigt, jeden Tag, welches Modell war am besten. Also am Anfang war das quadratische Modell am besten, dann war das exponentielle Modell besser. Wie kann man das verstehen? Ja, ganz am Anfang kann es natürlich sein, dass das quadratische schneller steigt als das exponentielle. Exponentiell kann am Anfang durchaus sehr langsam sein und später dann explodieren. Dann war einige Tage lang das exponentielle, auch nachdem das lineare Modell schon da war, tatsächlich das beste Vorhersagemodell. Aber ab dann hier, ab dem, was ist das? 6. April seht ihr es. Ab dem 6. April linear, linear, linear. Jeden Tag gewinnt linear. War total langweilig. Lineare blieb der Gewinner. Aber das Spannende ist, wie perfekt die Vorhersage ist. Also zum Beispiel heute haben wir einen Fehler von 71. Das ist nichts, ja? Wir haben ja gesagt, tägliche Steigerung von 85. Es ist wirklich, es ist ein bisschen unheimlich, wie genau diese Vorhersage ist. Okay. Jetzt wollte ich euch natürlich noch beweisen, dass ich das nicht hinterher gefaked habe, um zu zeigen, wie toll mein lineares Modell die Zukunft sagt. Es gibt ja in Google Tabellen, Gott sei Dank, die Möglichkeit, hier einen Versionsverlauf zu öffnen. Das habe ich jetzt mal gemacht. Jetzt könnt ihr hier auf der rechten Seite, ein bisschen verdeckt von meinem Bild, ich schiebe mein Bild vielleicht mal ein bisschen zur Seite, kann ich das jetzt machen? Nee, kann ich nicht. Gut. Bisschen verdeckt von meinem Bild, aber könnt ihr sehen, hier, die Datei ist schon älter. Die Datei ist hier 26. März begonnen, hatte damals noch mehr Tabellenblätter. Ich zeige euch gleich warum, aber wir schauen uns mal den 27. März an. 27. März, das war meine erste Aktion in diesem Experiment. Ihr seht hier noch ein weiteres Tabellenblatt. Da ist es nicht geschummelt oder was. Das habe ich gelöscht. Da habe ich meine Heizung vorhergesagt. War halt gemixt darin. So passieren Forschung geschichtlich. Habe ich hinterher gelöscht. Hat damit also nichts zu tun. Mein Heizungsverbrauch. So, hier seht ihr jedenfalls, dort habe ich nur den exponentiellen, die exponentielle Schätzung und die quadratische Schätzung. Lineare ist noch nicht dabei. Vom 13. bis zum 26. März die Zahlen genommen und dann modelliert in die Zukunft. Und auch hier seht ihr, was haben wir hier? 20. Mai hat vorhergesagt, ja hier 100 Millionen oder 18. 19. Mai 91 Millionen. Das sind also die gleichen Vorhersagen, die ihr vorher schon gesehen habt. Und das quadratische Modell genauso. Und dann einige Tage später, könnt ihr hier im Versionsverlauf nehmen, am 2. April kam dann das lineare Modell hinzu. Hier seht ihr die beiden Striche, das blaue, das veränderte. Hier das lineare Modell. Und tatsächlich am 2. April hat das lineare Modell schon vorhergesagt für den 19. Mai 4968, beziehungsweise für den 18. Mai 4883 in 1000, also 4,8, 4,9 Millionen. Das ist ja genau das, was ich euch gerade gezeigt habe. Also, das ist der Beweis. Ich habe es nicht hinterher gefälscht. Tatsächlich vor 7 Wochen schon perfekt hat das lineare Modell das vorhergesagt. Okay. Warum haben sich die anderen so extrem verschätzt mit ihren Modellen und ihren Vorhersagen? Was sind überhaupt die Vorhersagen der anderen von RKI, von unseren Fernsehvirologen gewesen? Das ist ein Video für sich. Das mache ich nochmal als eigenes Video, weil es ganz amüsant ist zu sehen, wie extrem die sich verschätzt haben. Man muss einige Sachen dazu sagen zu meiner Schätzung. Ich habe nicht die infizierten Zahlen geschätzt, wohlgemerkt, sondern ich habe die infizierten Zahlen gemäß hier John Hopkins geschätzt. Was ist der Unterschied? Naja, wir wissen ja, die Tests ergeben nicht wirklich repräsentative Zahlen, sondern wir haben eine große Fehlerabweichung. Also manche sagen dreifach, sechsfach, vielleicht sind sie 10-fach unterschätzt, die Zahlen. Spielt aber jetzt für den Modellvergleich zwischen exponentiell, quadratisch und linear keine Rolle, denn wenn die John Hopkins Zahlen um irgendeinen halbwegs konstanten Faktor falsch sind, selbst wenn der Faktor 10 ist, kann trotzdem die Modellierung zeigen, das lineare Modell hat ziemlich klar gewonnen. Und hier seht ihr es natürlich auch in der John Hopkins Grafik selbst. Ich habe die Vorhersage hier gemacht am 2. April. Hier seht ihr es. Aber wenn ihr mal den Verlauf schaut, das ist perfekt linear. Und wenn es eine exponentielle Zunahme oder auch nur eine quadratische Zunahme der infizierten Zahlen gegeben hätte, hätte sich das auch in den Tests niederschlagen müssen. Selbst wenn man jeden Tag nur gleich viele Tests macht, weil die Anzahl der Tests begrenzt ist. Also das ist nicht der Grund, der triviale Grund für die Linearität. Der Anteil der positiven Tests an den Gesamttests hätte sich ebenfalls exponentiell erhöht. Jedenfalls bis zur Testobergrenze. Aber das ist nicht annähernd der Fall. Das ist nicht annähernd der Fall. Okay, also genug mit den Zahlen hier angegeben. Ich erwarte selbstverständlich ein Jobangebot von RKI heute Abend noch. Und dann können wir sehen, dann kann ich bei deren Wahrsagertruppe mitmachen, wie genau die falsch geschätzt haben. Auch von anderen Ländern übrigens radikal die Zahlen falsch geschätzt haben. Das ist ein Video für sich.
Auch Bill Gates hat da einige große Fehler gemacht. Apropos Bill Gates, ich habe mich damit beschäftigt, schon bevor Bill Gates und seine Bill und Melinda Stiftung so berühmt wurden im deutschen Mainstream, dass sogar in dem deutschen Volk, dass sogar der Mainstream Videos dagegen machen musste und sich über diese sogenannte Verschwörungstheorie lustig machen musste. Ich habe mir die Argumente auf beiden Seiten angeschaut, bin auch zu einem vorläufigen Ergebnis gekommen, habe dazu aber kein Video gemacht, weil das Internet war eh voll davon. Vielleicht interessiert euch das auch gar nicht, diese ganze Bill Gates Verschwörungsgeschichte. Wenn euch das interessiert, lasst mir einen Kommentar da, dann erzähle ich euch, zu welchen Schlüssen ich gekommen bin und wie meine Faktenbeurteilung ist. Das ist aber wieder ein Thema für ein anderes Video. Ihr könnt weiterhin diese Datei hier, könnt ihr weiterhin jeden Tag verfolgen. Ich werde jeden Tag oder manchmal alle paar Tage, wenn ich morgens keine Zeit habe, werde ich die Realinfizierten aktualisieren und wir werden schauen, gut, die quadratische und die exponentielle kann man eigentlich vergessen, wir werden schauen, wie gut die lineare ist. Wir können ja mal schauen, was sagt die lineare voraus für Ende Juni. Ende Juni sagt die exponentielle irgendeine absurde Zahl voraus. Was ist das hier, 5 Milliarden oder was? Die quadratische sagt voraus 27 Millionen und die lineare sagt voraus 8,5 Millionen für Ende Juni. Wir werden sehen, was davon zutrifft. Ich verabschiede mich von euch, freue mich auf eure Kommentare. Bis dahin, ciao.